Hey, meine Lieben, heute ganz frisch ein neues Video. Escape from Tarkov Map Labs. Wichita vor hier. Ja. Immer nur mit Pistole rein. Wir schauen mal, was diese Runde so gibt. Ganz in Ruhe werde ich spielen. Und wir schauen mal, wie effektiv es ist, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt, ein bisschen ruhiger die Sache angeht. Was man hier so raustragen kann, eventuell, Leute. Also Lab mit der guten alten FN57. Sonst nix. Keine Weste. Kein Helm. Kein Hetz. So, ihr habt's gehört. Die ersten Metallschritte hinten am LEDX. Wir schauen mal, ob wir einen Ausgang aufkriegen. Oh, es geht sogar, Leute. Wahnsinn. Dieser Ausgang geht nicht immer auf, Leute. Der ist also random. Mal kann man ihn öffnen, mal nicht. Im Normalfall kommt von hier vorne aus der Tür oder aus dem rechten Bereich Raider raus. Da sind sie auch schon, habt ihr gesehen? Uiuiui. Gehen wir mal beiseite. Ich schmeiße ganz schnell Granaten. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und wir schauen mal, was wir davon so töten können. Oder ob sie mich töten. Nichtsdestotrotz werden Spieler aufmerksam werden auf mich. Die kommen von dort schon. Seht ihr das? Hört ihr das? Ich krieg auf jeden Fall gleich Besuch. Versucht die mal anzulocken. Aber ihr seht, die kommen nicht. Steht beschissen hinterm Auto. Versuch sie zu locken, aber sie lassen sich halt überhaupt nicht anlocken. Immer mal nach hinten gucken wegen menschlichen Gegnern. Aber Granaten bei den Jungs, ey. Halleluja. Extrem schwierig. Die stehen so bescheiden. Nimm mal einen Painkiller provisorisch, falls sie mir die Beine rippen. Oh, der erste kommt. Oh. Oh, 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 oh. Wow, das war heftig. Oh, ich krieg Besuch, Leute. Jetzt ein Spieler, der kommt genau hinter mir. Ich
Wir müssen kurz abwarten, sonst sind wir tot, Leute, weil wir haben keine... Die Raider kommen. Spieler habe ich meiner Meinung nach auch gehört. Okay, die Raider kommen, Leute. Ich glaube, was die nicht machen, ist hier reinkommen. Ist der wirklich zurückgelaufen? Ihr hört's, der Player ist wieder da. Aber auch ein Anlack. Sitzt mitten in der Halle, ey. Am Pfeiler. Okay, wir müssen ein bisschen abwarten, Leute. Ist schwierig. Kommt da wieder. Boah, zwei Typen, ey. Also ihr merkt, mit Pistole ist das eine Herausforderung, Leute. Besonders mit der 5-7. Endlich haben wir mal einen. Dafür haben wir aber auch einen Beinrip. Ich denke mal, wir werden noch einen Spieler irgendwo haben, Leute. Keine Grenzen mehr, die Jungs, wa? Yes. So, ich denke, die 5-7 hat ausgedient, Leute. Oh Gott. Der hat ja wirklich nichts drin, Leute. 995? What the hell? Okay. Ich spiele langsam weiter, Leute. Geht wirklich darum, den Gegner in Ruhe auszuspielen. Ihr holt euch eine Waffe. Es war natürlich jetzt mega Luck, dass ich hier eine TX abgeräumt habe mit 9 und 5 drin, Leute. Das ist natürlich mega lucky.
Aber wir nehmen jetzt einen neuen Painkiller. Ich bräuchte unbedingt einen Blind oder ähnliches. Leider, dummerweise, habe ich den vergessen. Na gut, wir schauen mal. Wir nehmen nochmal einen frischen Vaseline. Der hält, glaube ich, 5 Minuten lang, Leute. Und dann probieren wir es nochmal. 10 Minuten sind um in diesem Raid. Und ein paar Granaten wären geil, um die halt eben nochmal auseinander zu jagen. Problem ist, der Raider hatte halt keine kugelsichere Weste. Was ich jetzt mache, ist als erstes die Jungs hier mit einer Flash ärgern. Die nichts gebracht hat. Oh, die prallt ab, sehr schön. Hat er sich ein bisschen weiter nach hinten verzogen. Ihr habt's gehört. Vor Granaten rennen sie gerne mal weg. Dennoch reicht eine Murmel, wenn ich Pech hab. Und ich bin tot. Cut a hit! Ich juck den gar nicht, ey. Den nicht. Oh, ich versuch. Okay, der da schießt nicht auf die Bots hier. Ich würde sagen, links ist auch ein Raider. Okay, Leute, MP7. Schauen wir mal. APSX, Leute. Leider geil. Okay. Spannende Nummer, ey. So, wir haben ein bisschen mehr Munition. Wir haben eine Automatik. Ein Player. Okay. Haben wir eine kleine Brezel, Leute. Wir haben knappe 60 Schuss in der MP7 und wir haben die TX. Ist jetzt für mich ein super Raid. Wir müssen schauen, wie wir weitermachen. Wichtig ist jetzt nicht die Konzentration verlieren. Wir brauchen immer noch einen Splint. Der Arm ist futsch, das heißt, die ruhige Haltung der Waffe ist nicht möglich. Weste, ich meine, klar, rein theoretisch, wir haben eine Weste. Guck mal, die Weste hier ist fast 200k wert, die ist fast neu. Wir haben eine TX, wir haben eine MP7. Wir müssten eigentlich rausgehen, ja, aus dem Raid. Wir haben schon genug gemacht für eine Labkarte, weil das Problem ist, wir haben nur noch 374, weil wir den Arm nicht wieder her.
Ich denke. Vielleicht geht noch was, Leute. Aber jetzt sind wir gepanzert. Das Einzige, was wir nicht haben, ist ein Helm. Schauen. Aber da liegt ja auch noch. Da liegt noch ein Rucksack. Viel Glück haben wir einen Splint drin. Hey, aber Ripstop. Das brauchen wir noch für eine Mission. Jetzt auch. So doch, ich denke, war ein guter Raid, Leute. Auch mit der hohen Damage, wir gehen raus. Eine Lab-Karte mit Pistol rein, mit Folge raus. Ist machbar, wenn einem nicht zu viele Spiele auf dem Sender gehen. Das Video habe ich gemacht auf dem Vormittag, ihr Lieben. So dass ihr seht, vormittags ist ein bisschen weniger los in der Lab. Server habe ich momentan Dallas und Chicago eingestellt auf dem Vormittag. Und ihr seht, relativ ruhig raus, relativ schnell rein. Und ich finde, ja, kann man anbieten. Den Loot für eine Lab-Karte. Wir gehen gleich den Loot nochmal durch. Wir sehen, wir haben 4 von diesen Raidern getötet. Wir mussten nur einen mit der Pistole töten. Die anderen konnte ich mit Headshots mit der TX töten. Das geht wirklich. Ihr müsst nur wirklich sehr, sehr ruhig spielen. Ihr habt es gesehen, Leute. Und ihr dürft euch nicht aus der Fassung bringen lassen. Ja. Immer schön Painkiller bei haben. Das ist erstmal das A und O. Medic haben die meisten hier bei. Ja, und dann ganz in Ruhe. Ne? Wenn natürlich dieser Ausgang jetzt nicht aufgegangen wäre, ja. Dann wäre das natürlich ein anderes Spiel geworden. Das heißt, ich hätte meine Position taktisch verändern müssen. Und aber so denke ich, der Loot. Wir haben 2-mal eine MP7 rausgeholt, Leute. Wir haben ein bisschen Medic rausgeholt. Wir haben so ein bisschen Cola. Das war jetzt Lack, was er alles so im Rucksack hatte. Ihr habt es gesehen. Das ist okay. Und ja, dafür, dass wir nur mit einer Pistole reingegangen sind, ist also das Resultat hier mit 2 Gen 4s und so weiter extrem gut, finde ich. Kann man anbieten. Und ja, so schnell kommt man zu Loot. In diesem Sinne, Leute. Das war das Video. Zum Thema Lab mit FN57. Macht's gut, ihr Lieben. Kommt vorbei auf meinem Live-Kanal auf Twitch. twitch.tv/veshi_tv oder ja, genießt die anderen Videos hier. Ciao, ciao.